Weil Naturgefahren, das ist nicht etwas, das nur Feuer reklamiert, da habe ich da reingefragt. Sondern es reklamiert diverse Partner, oder? Ich erzähle auch, was eben vor allem jetzt für alle die interessanten meteorologischen Gefahren sind. Schauen die ein bisschen an, wie so Wetterwarnungen entstehen, wie es keinen Unterschied gibt von den verschiedenen wetterdienstlichen Sachen. Warnungen gehen wir noch allgemein ein bisschen, wie Wetterprognosen entstehen. Wir haben jetzt ca. 30 Hochwasser mit den Wassertiefen. Was würden wir jetzt da, was sehen wir da, was würden wir jetzt Priorität setzen zum Schützen? Oder wo sind die wichtigen Punkte? Also da haben wir sicher Gebäudeschäden, aber das könnte auch Industrie sein von der Größe her. Von den Gebäuden her. Genau, Industrie richtig erkannt, vielleicht irgendwelche weitere Risiken, Chemikalien, die können austreten. Wir selber können aus dem heraus, was wir jetzt eigentlich gemacht haben bis jetzt, heute Morgen mit diesen Kreisen, das ist eine so Risikoanalyse. Bei uns geht es eigentlich darum, die Bewältigung von diesen Sachen. Also wie gehen wir jetzt mit dem um, was wir jetzt wissen, oder? Und wieder zusammengebrochen auf Feuerwehr.